Heute geht es mal darum, zu zeigen, wie man in FreeCAD parametrisierbare Objekte erzeugen kann, die uns ein Kontextmenü liefern, was die Konfiguration gut unterstützt und dabei grafische Elemente einsetzt. Ich habe mir da mal zwei Sachen ausgedacht: einmal ein Scharniergelenk und zum zweiten Mal ein Teleskop. Ein Scharniergelenk hat die Eigenschaft, dass es sich nur um eine Achse drehen kann, und beim Teleskop ist es so, das kann nur entlang einer Strecke verschoben werden. Ich habe also die Transform-Bibliothek vom letzten Video jetzt einfach mal erweitert um zwei Sachen, eben um die Klassen Hinge-Joint und Telescope-Boom. Und was machen die? Die sollen genau das machen. Und zwar wollen wir dann auch noch Zeichen beim Scharniergelenk. Dann ist intuitiv eigentlich klar, man stellt das ein über einen Drehknopf. Da gibt es das Dial-Widget, und für den Schieber, für das Teleskop, benutzen wir das Slider-Widget als Schieberregler. Wie sieht die Konfiguration insgesamt aus? Wir haben jetzt hier mal vorbereitet ein Auto. Auf dem Auto befindet sich ein Kranarm, und an dem Kranarm obendran ist dann nochmal was, was man ausschieben kann als Teleskop, und das Ganze steht auf der Erde. Was wird gemacht? Die Objekte werden einfach mal mit solchen Steuerobjekten versehen. Dazu geben wir denen erstmal hier einen Namen, dann setzt man die an eine initiale Position. Dann werden die Kontrolle erzeugt, und zwar der Reihe nach erstmal der Teleskopausleger. Dem ordnen wir das Teleskopobjekt hier zu. Wir sagen weiter, es gibt eine Richtung, in der das Teleskop ausfahren kann, und zwar in Richtung der Z-Achse. Und die maximale Höhe, die sich dieses Teleskop bewegen kann, ist dieser Wert, den man hier einstellt, mal 100. Das ist jetzt erstmal so festgelegt. Das zweite, was wir haben, ist dann das Scharnier für den Arm. Da legen wir fest, die Drehachse ist die Y-Achse. Und das Scharnier bewegt einmal den Arm und natürlich dann auch das Teleskop. Und das dritte Objekt, was wir erzeugen, ist ein Scharnier für die Himmelsrichtung, in der unser Auto zeigt. Dieser Controller bewegt also das Auto und den Controller für den Arm, und dieser bewegt dann letztendlich auch das Teleskop. So. Das wird dann alles einfach gemacht und angelegt und fertig. Soweit erstmal dazu, was da eigentlich abläuft. Der Rest kann dann in der Oberfläche passieren. Ich schiebe das mal weg. Ich mache das jetzt mit der Version 4733. Die ist relativ aktuell. Und wir haben jetzt hier erstmal diese Teile. Also nochmal, rot ist das Auto, der Arm ist grün, und dann haben wir das Teleskop hier drauf, und hier unten das bisschen, dass man nicht die Orientierung verliert, ist hier die Erde. Gut, ich lasse jetzt diesen Initialisierungsskript einfach mal laufen. So, und wir haben jetzt also hier drei Objekte: Teleskopausleger, Scharnier und für den Anstieg, und den Scharnier für den Kompass. Und damit wir hier sehen, wie das alles sich aufgebaut hat, erstmal der Abhängigkeitsgraph, der sieht so aus. Also hier unten das Auto, bestehend einfach aus der Platte und einem kleinen Aufsatz drauf, wird betreut durch das Scharnier Kompass. Dann haben wir den Arm, der ist hier aufgebaut. Der wird durch das Scharnier Anstieg betreut. Außerdem betreut das Scharnier Anstieg den Teleskopausleger, und der verweist wieder auf das Teleskop. Dann haben wir noch die Erde, die ist hier völlig unbeteiligt dazu. Gut, damit wir das gut beobachten können, machen wir hier einfach noch ein paar Bilder mehr. Gut, und schon geht's los. Also wir fangen mal an mit dem Teleskopausleger. Hier ist es so, dass ich jetzt hier eine Methode dran habe, Konfiguration.
und die liefert mir hier so ein Schieberegister und da kann ich jetzt das Objekt nach oben und wieder nach unten verschieben. Beim Anstieg haben wir einen Drehregler und der bewegt den also nach unten und nach oben. Ich kann da jetzt durchdrehen, da ist jetzt keine Einschränkung, könnte man noch nachbauen, aber ich kann einmal um 180 Grad, um 360 Grad drehen und könnte hier dann mein Teleskop also auch jederzeit in irgendeine Richtung ausfahren und wieder einfahren. So, ich kann natürlich diese Objekte auch ein bisschen günstiger anordnen, dass ich könnte jetzt einfach hergehen, könnte sagen, das Objekt, das hänge ich einfach hier oben rein, dann ist es schön groß. Und dann braucht man noch ein Objekt für den Kompass. Ich habe jetzt das einfach unter Doppelklick gelegt. Das heißt, wenn ich das drücke, bekomme ich hier den Regler auch wieder raus und ich kann den mal hier oben reinschieben. So, und das funktioniert jetzt genauso. Also ich drehe den einfach hier herum. Und alle drei Regler sind jetzt dazu da, um diese Maschine komplett zu konfigurieren.